Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft. Oh, hier regnet es gerade volle Kanne. Ist ein blödes Wetter. Ja, also wir haben, was haben wir zuletzt gemacht? Wir haben das fertig gebaut. Stimmt. Wir haben... Unsere Rucksäcke sind voll zugemüllt. Ach ja, wir haben ja neue Sitzlinge. Die können wir ja mal, eigentlich, mal setzen. Also ich habe jetzt nichts weiter zwischendrin gemacht. Schlafen gehen können wir jetzt auch nicht. Was habe ich noch gemacht? Im Offscreen, ich habe jetzt nicht weiter gebaut oder so. Allerdings habe ich... Es gewittert, ne? Ist nicht nur Regen. Ich mag, wenn es rumpelt. Finde ich schön. Regen ist auch schön. Nur Blitze sind... Aber Blitz finde ich ziemlich geil. Und wenn es so abrupt donnert, das finde ich so geil. Das ist nicht so geil. So, wir setzen mal die neuen hier so hin, hä? Hier so ein. Hier so ist okay, ne? Und den ein. Hier so. Okay. Dann mache ich mal drei neue Bäumchen. So, immer offscreen. Ich habe offscreen zwar nicht weiter gebaut, aber ich habe mich ein bisschen um die Playlist gekümmert. Es sind jetzt so um die 7, 8 neue Lieder drin. Ich weiß gar nicht genau, wie viele. Na, so zwischen 5 und 10 neue Lieder sind drin. Mal gucken, wer sie erkennt, wer sie hört. Was machen wir denn in der Folge? Ich habe also gar keine Ahnung, ich habe mir diesmal gar nichts vorbereitet. Das Problem ist, ich kann... die Woche nicht wirklich richtig aufnehmen. Ich nehme ja immer eine Woche auf. Also, ne? In der Woche nehme ich immer auf für die Woche und in der nehme ich auf für die Woche und immer so weiter. Diesmal klappt das nicht so richtig. Ich hoffe, dass ich so eine Folge jetzt hier mal schnell aufnehmen kann. Weil ich es gerne machen würde. Ich weiß ehrlich gesagt nur nicht, ich habe jetzt so schnell hier gestartet, die Aufnahme, dass ich mir nicht überlegt habe, was wir eigentlich machen wollen. Jetzt ist die Frage. Warte mal, ich hole mal mein Mikro näher ran. Ich habe jetzt schon seit fast einer Woche nicht mehr aufgenommen. Erstmal wieder reinkommen ins Aufnehmen. Wow, schön. Es fehlt was, oder? Man überlegt so Spiele, das will ich aufnehmen, das will ich aufnehmen, das will ich aufnehmen. Kann ich schlafen? Juhu. Wenn man überlegt halt so Sachen, was man alles aufnehmen kann, dann hat man aber keine Zeit zum Aufnehmen und das ist so, oh, ich weiß auch nicht. Regen? Hört er auf? Ja, er hört auf. Ja, die Sonne kommt heraus, der Regen hört auf. Sehr gut. Okay. Was machen wir in der Folge? Ich würde sagen, wir könnten. Was haben wir jetzt hier alles? Wir sollten vielleicht mal aussortieren gehen. Hä? Ich habe mal einfach so eine kleine Sortierung. Ein bisschen kleinen Krimskrams machen. Was würde ich sonst offscreen machen würde? Einfach jetzt zusammen mal so ganz. Ja, einfach so mal machen halt. Könnte man machen. Ich höre jetzt mal hier rein. Wir sortieren erstmal. Zu Anfang der Folge ein bisschen hier alles. So. Das kann eigentlich auch rein. Das auch. Das nicht, das nicht, das nicht, das nicht. Lalalala. Erstmal die Erde. Die, na gut, die packen wir mal mit rein. Die wird schon einen Weg finden. Das nicht, das, das, das nicht. Gut. So, zack, 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 zack. Was haben wir noch? Wir haben noch hier die Erde. Das können wir reintun. Das können wir reintun. Wir haben ja die Smaragde geholt. Stimmt. Wir könnten natürlich mal uns ein paar Erweiterungen machen. Na, also ein paar Erweiterungen für unsere Kisten. Könnte man machen, ne? Warte mal. Wow. Hier. Wir brauchen zuerst das hier quasi. Nachdem wir das haben, können wir uns mit Smaragden den hier machen. Speichergraderhöhung um 13 mal den Grundwert. Das ist fett. Das ist saumäßig viel. Da ist natürlich die Frage, wo wollen wir den einsetzen? Wo ist der sinnvoll? Wo ist der sinnvoll? Bei der Erde wäre er sinnvoll, ne? Also bei der Erde wäre er sinnvoll. Vor allem 13 mal. 13 mal 32. Da wäre er sinnvoll und wo wäre er noch sinnvoll? Er wäre noch sinnvoll bei Stein, bei dem normalen Stein hier. Wo ist er?
Ein normaler Cobblestone, ne? Da wäre auch noch sinnvoll. Wir können ja mal zwei machen. Einfach mal so. Siehst du, wir brauchen zwei ganz große. Habe ich noch? Das ist doch falsch. Ich wollte... Habe ich noch hier was? Mal kurz gucken. Nö. Nö. Ich muss kurz mal gucken, ob wir jetzt hier noch irgendwo was liegen haben. Mit diesen kleinen Krimskrams, eventuell. Hier. Das ist doch falsch. Ich brauche genau das hier. So. Ich mache mal zwei hier davon. Wir machen mal zwei. Ich habe das ganze Holz reingepackt, ne? Ist das schon weg? Na gut, das, die Holzbretter sind schon weg. Okay, machen wir das mal so hier. Du kannst da reingehen. Okay, wir gehen mal hier vor. Ich habe mit denen auch noch nicht gearbeitet, also das habe ich schon nicht gemacht. Ich muss selber erstmal gucken, wie das so... Ah, da kriegen wir immer gleich zwei. Ah, okay. Okay, wir hatten gar nicht zwei gebraucht. Na gut. So. Das ist Smaragd. Wie geht das jetzt? Alles klar. Halt, wir holen uns die Smaragd. Einmal hier. So. Jawohl. Jetzt haben wir schon mal zwei Smaragd-Upgrades. Nett, 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 nett. Mal gucken, wie können wir die eigentlich reinmachen? Ich habe keine Ahnung. Ich muss das selber erstmal gucken. Also bei Erde wäre es natürlich sehr sinnvoll, ne? Ist klar. Da wäre es äußerst sinnvoll. Machen wir den hier in der Mitte. Hier. Genau. Jetzt können wir hier das Upgrade reinpacken. Bup. Wir können sogar zweimal. Also ist es jetzt 26 Mal. Das brauchen wir nicht. 26 Mal ist ein bisschen, ne? Also, nee. La 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 la. So, wie viel haben wir jetzt hier drin? 36 mal schon. Wir tun das jetzt alles mal auslernen hier. La 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 la. Oh oh. Jetzt wird's gleich ruckeln wie verrückt. La 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 la. Absturz, Achtung! Wieso geht das da unten rein? So. Wieso geht das hier unten rein? Die Erde wird hier unten reingesetzt. Warum? Achso, wahrscheinlich, weil das jetzt gerade schon dahin halt unterwegs ist. Seht ihr das, wie viel wir jetzt hier reinpacken können? Wow. Wir können jetzt 13 mal 32 rein tun. Das ist verflucht viel. Hier 100. Das ist ja geil. Wie geil das ist. Oder? So. Boah, 10.000. Alter. Falter. Und wir können ja noch eins rein tun sogar. Das wäre machbar. Also es wäre machbar, noch eins rein zu tun. Und noch mehr eigentlich. So zu 5 mal, ne? 5 mal können wir das eigentlich so upgraden auf die Weise. Moment. Ich würde sagen, hier machen wir einfach Cobblestone rein. Mach das so hier. Zack. Na, dann haben wir das hier und hier. Nein. So, Stein. Genau. Ja, da haben wir das auch schon. Da haben wir diese Upgrades auch schon drin. Das finde ich echt gut. Wartet mal. Da mache ich natürlich einen kleinen Screenshot. So. Können wir noch was upgraden auf die Weise? Was kann man denn überhaupt mit Smaragden so machen? Ich weiß nicht, was man mit Smaragden machen könnte. Ich habe keine Ahnung. Ich habe, ehrlich gesagt, noch nie wirklich mit Smaragden in dem Sinne gearbeitet. Smaragd. Was ist denn das? Smaragdener Schaltkreis. Ach Gott. Das sieht natürlich auch cool aus, ne? Ja, es gibt natürlich Smaragd-Waffen. Ach du Backe. Es gibt Smaragd-Münzen. Das ist natürlich dann voll Smaragd-Helm. Oh Gott. Breites Smaragd-Schwert. Ja gut, da gibt es natürlich jetzt kein Herstellungsprofil.
Oh Gott, oh Gott. Wir tun mal, diesmal machen die mal zusammen. Ne, die tun wir jetzt mal einsortieren. Das hier, wo können wir das mal irgendwie hinpacken? Das können wir mit hier ersetzen, dass wir da noch ein paar haben. Lalalala. Wir gehen mal in unsere wertvolle Ecke. Die Smaragde haben hier noch einen Platz. Und hat jedes Schubfach sein Nutzen. Wir gehen mal hier oben gucken. Hoppa. Ich kann nicht die Aboni anpflanzen so einfach, ne? Ich brauche diese Büsche dazu. Alter, der Blick über unser Dorf ist schon sehr schön. Das kann man nicht. Ich würde gerne hier noch was ändern. Ich würde gerne hier eine Mauer ringsrum ziehen, weil ich finde, das sieht so sehr danach aus, als ob das abstürzt. Da können wir mal. Jetzt habe ich die Früchte hier. Jetzt hab ich für die Fische. Oder auch nicht. Dann halt für das Gras. So, wir machen das mal zu. Hilfe. Oh, es geht so leicht. Was ist das denn? Wieso geht das so leicht? Können wir denn hier noch irgendwo vielleicht die Bäume setzen? Ich würde gerne die ganzen Baumsetzlinge, die wir haben, auch mal endlich setzen, dass wir ein bisschen anderes Holz kriegen. Hier können wir jetzt nichts erstmal machen. Hier ist eigentlich alles okay. Hier ist auch alles okay. Wir können mal die Fackeln noch austauschen eigentlich. Die können wir auch noch austauschen. Ach ja, ich habe noch was mitbekommen. Und zwar, dass man die Blätter, also das Blattwerk, ne, was wir hier haben, das kann man auch chinseln. Ich habe es selber noch nicht gemacht, aber ich habe das gesehen. Ich bin gespannt, wenn wir das dann benutzen, wie das aussieht. Jetzt habe ich schon vergessen, was ich machen wollte. Was wollte ich jetzt machen? Ich wollte... Ja, das dann machen, genau. Dazu brauche ich Stein erstmal. Also ich werde, wie gesagt, bloß eine Runde aufnehmen können jetzt. Das wird jetzt nichts... Nichts Großes, was ist das Weiße? Die werden schon wissen, wo es hinkommt. Stein. Was haben wir hier unten? Prozitpflastersteine. Pack. Eglogite. Hier oben können wir hier oben noch was abzweigen. Hier, was ist denn? Hier Quarzitpflasterstein. Da können wir dann noch einiges abzweigen. Ich nehme jetzt noch ein bisschen mehr mit. Wir craften das gleich mal um. Und oben schmeißen wir gleich mal noch was in den Öfen. Davon. Wir brauchen jetzt noch ein bisschen was. Zack. Zack. Zack und zack. Und zack. Oh, Ein Moment, ich bin sofort wieder da. Mir fällt gerade noch was ein. Ein Moment. So, da bin ich wieder. Ich habe gerade noch, mir fällt gerade noch ein, dass ich ja noch was anhab drüben in der Küche. Da muss ich ganz schnell mal rüber und das noch fix ausschalten. So, was haben wir? Oh, da haben wir noch Stein. Gut, wir tun das mal. Haben wir den Chinsel noch mit? Wo ist unser Chinsel hin? Ah, der ist noch hier. Okay. So, wir brennen leider noch ein bisschen Stein. Für Projekte, ne? Ich müsste echt mal meine Untergrund. Ach Quatsch. Meine Untergrundforschungseinrichtung weiterbauen. Ich habe da jetzt lange nicht dran gebaut. Ich müsste auch mal wieder. So, wir gehen schnell schlafen und dann werden wir uns mal um die Felder dort kümmern, dass die ein bisschen abgestützter sind. Zack. Wir können eigentlich gleich mal ein bisschen am Feld abernten, am Weizenfeld, und den Weizen mal in die Komposte reintun. Das können wir eigentlich immer machen. Das wird eine beruhige Folge jetzt, so ein bisschen rumtrödeln, ein bisschen hier und da, so Kleinigkeiten, ne? Sonst mache ich ja schon immer so, dass ich immer ordentlich was vorbereite und dann wird hintereinander weg, zack, zack, gebaut und so. Ich weiß nicht, ich würde auch gerne mal so ein bisschen ruhigere Folgen mit einbauen. Wir holen mal schnell erstmal jetzt ein bisschen Weizen. Ja, und hier nicht, hier geht's ja, ne? Aber hier zum Beispiel, hier finde ich das halt sehr steil. Das gefällt mir nicht so. Da würde ich das hier gleich wegmachen und hier eine richtige Wand reinziehen.
ne, eine Mauer, die Bilder rumgehen. Das Fenchelbild besser. So, hören wir bitte Weizen holen. Und mal hier vorzu. So. Schnappen wir uns ein bisschen was. So. Hab ich noch Platz? Jo. Das ist nämlich 64 Ding. Da kriegt man richtig, richtig viel Kompost raus. Es kann sein, dass es jetzt ein bisschen laggy wirkt. Naja, aber das ist halt. Ich weiß, warum manchmal so die FPS so ein bisschen niedrig sind hier. Vor allem hier bei uns im Dorf. Und zwar liegt das an den Carpenters-Blöcken. Die Carpenters fressen mega Performance und machen das Spiel ziemlich laggy. Da kann man aber nicht viel gegen machen, außer man benutzt halt die Carpenter-Blöcke nicht mehr so oft. Aber die mag ich so. Ich mag die Carpenters schon. Ich kann nicht aufhören bei den Carpenters. Da hast du, du hast halt so viele Möglichkeiten mit dem, weißt du, so kleine Sachen. Da setzt man halt schnell einfach mal einen Carpenters hin und dann hat man da eine schöne Ecke drin oder was auch immer. Und da kann ich nicht aufhören. So. Wie viel Platz haben wir noch? Wir haben noch ein bisschen Platz. Na hier, jetzt merkt man schon. Vor allem bewegt jetzt hier noch alles, ne? Der Weizen. Im Winde bewegt er sich. Ich habe schon überlegt, einfach mal so eine Nostalgie-Runde zu machen. Ne? Also eine Nostalgie-Folge, einfach mal die Shader rauszunehmen. Und einfach mal wirklich so, ne? Minecraft halt. Wie das wieder aussieht dann, ohne dieses Licht, ne? Ohne so wie die Schatten. Das ist ja alles, keine Ahnung. Man gewöhnt sich so sehr daran, ne? Dass Minecraft so aussieht, wie es jetzt aussieht. Aber eigentlich sieht Minecraft dann nicht so aus. Das würde mich auch mal reizen. Welchen haben wir jetzt? Wir haben jetzt Oktober, November, Dezember, wir haben schon Oktober. Also ich denke, im November werde ich dann anfangen mit meinem kleinen Projekt, was ich dann auch dementsprechend eine Weile durchziehen werde. Also hier bei Minecraft, ne? Das wird, ja, ganz lustig wird das, denke ich doch. Warte mal, ich tue erstmal überall was rein, dass ja überall ein bisschen was zu tun ist. Überall drei rein. Ne, wir können hier richtig viel reinpacken und das dauert halt dann auch, ne? Hier, zwei hier weg. Ne, eins weg. Jetzt wieder eins weg. Also da, ne, da kommen wir ziemlich weit. So, jetzt würde ich gerne mal den Schinsel nehmen. Wie können wir denn mal die Wand da unten machen? So mit den kleinen hier, hä? Hier kann man die kleinen probieren. Einfach mal so, mal gucken, wie es aussieht. Ach so, warte mal, die Schaufel brauche ich. So, Schaufel. Ja, und etwas möchte ich noch sagen. Ich habe jetzt auch immer wieder öfters in den Kommentaren so Kommentare, so Sub für Sub und so. Also die meisten von euch werden diese Kommentare nicht sehen, weil die unter Spam stehen und ja, die werden dann auch nicht angezeigt bei den normalen Kommentaren. Die stehen schon automatisch unter Spam bei mir. Ich denke mal, das ist aber auch bei vielen anderen so. Die Wand müsste eigentlich hier sein, ne? Auf der Höhe. Würde ich gerne hier oben machen. Und da kommen, jedenfalls kommt da halt immer öfters so Spam, so Sub für Sub und so, ne? Ich sub dich, du subst mich und sowas. Dazu muss ich jetzt sagen, falls, ich glaube nicht, dass diejenigen, die das schreiben, überhaupt meine Videos angucken. Glaube ich irgendwie nicht. Sollte es doch so sein, du, der du gerade zuguckst, wenn du jetzt sagst, ich mach das jetzt, ich schreibe es in den Kommentaren, sub für sub, ne? Ich sub dich, du subst dann mich. Kann ich dir jetzt gleich sagen, das kannst du dir sparen, da ich das nicht, da ich das nicht mache. Ja, also Sub für Sub, sowas, das mache ich nicht. Wie das Humbug. Also, ganz ehrlich. Braucht ihr nicht versuchen bei mir. Bringt nichts, mache ich nicht. Ich reagiere, ich habe anfangs auf die Kommentare noch reagiert. Da habe ich dann noch was zurückgeschrieben und gesagt, hier, kannst du lassen, bringt nichts. Und so, aber das wurden in letzter Zeit auch ziemlich viele teilweise. Manche von euch werden vielleicht gemerkt haben, bei meiner Abonnentenzahl, ich kriege das ja auch angezeigt, dass das manchmal hin und her schwankt. Jetzt haben wir ja die 200 geknackt schon. Bin ich sehr stolz drauf. Auf euch, auf mich. Ne? Also freue ich mich sehr drüber. Und ja, das sind mit Sicherheit einige, ich sag mal so 20 davon sind bestimmt Sub für Sub Dinge. Bin ich mir ziemlich sicher. Aber naja gut, das müssen diejenigen selber wissen. Meine Schaufel ist kaputt. Meine Schaufel ist kaputt. Ich brauche meine Schaufel. Wie sieht das aus? Ich gucke erstmal, wie das aussieht, wenn ihr das überhaupt nicht sieht. Doch, geht.
doch geht. Sieht irgendwie aus wie so, wie so eine Burgmauer. Das ist irgendwie aus wie so eine Burgmauer. Aber finde ich ganz okay, dass es so richtig geziegelt ist. Wir machen erstmal eine Neuschaufel. Ja, nee, also das wollte ich sagen, ne, dass solltet ihr mal zugucken und ihr seid so Sub-für-Sub-Dinger, dann braucht ihr mich nicht subben, das bringt nichts. Weil ich sub euch nicht dafür. Dann gibt es natürlich noch die, die dieses Sub-für-Sub, ne, die schreiben nicht Sub-für-Sub, die schreiben das, die umschreiben das, ne. Die schleimen sich erstmal ein, das muss ich jetzt so sagen, die schleimen sich wirklich erstmal ein. So, ja, toller Channel und da, da, da. Und dann so, ja, wir kleinen YouTuber müssen ja zusammenhalten und hier kannst du ja mal bei mir subben und so, ne? Ne, die umschreiben das so lieb. Könnt ihr versuchen, aber ich falle trotzdem nicht drauf ein. Muss ich so sagen. Es gibt, am Anfang habe ich das irgendwas, das mache ich jetzt ab und zu immer noch mal. Es gibt welche, die schreiben mir wirklich einfach nur liebe Sachen. So, gutes Video. So ganz ordentlich schreiben die mir. Wenn sie dann mal so, es gibt natürlich die Frage einfach so, nehmen, ja, kannst du mal auf meinem Channel gucken und so. Nicht irgendwie sub mal oder so, ne? Einfach nur so, kannst du mal gucken, vielleicht mal Tipps geben und so. Habe ich auch schon gehabt. Da war ich ein bisschen ja, rot geworden, weil ich, wieso ich Tipps, was? Frag jemand Großes, frag Gronkh, keine Ahnung, irgendjemand, ne? Großes halt. Jedenfalls, sowas ist dann okay, wenn er sagt, ja, kannst du mal den Channel angucken und so. Dann gucke ich meistens drauf. Wenn mir das gefällt, was ich sehe, was ist denn hier los? Achso, das war von unten, okay. Ja, wenn mir gefällt, was ich sehe, dann sub ich manchmal, zumindest an welche, was für Spiele der Kanal dann jeweils spielt. Ne? Aber an sich, sub für sub Dinger kannst du bei mir lassen. Da mache ich nicht mit. Okay, hier so eine Wand, ne, dass man hier so... Könnt ihr vielleicht so ein bisschen hier so, dass dieses Bild umgekippt ist, hier so auseinander gebrockelt, gebrockelt. Ich kann daraus keine, nee, ich kann daraus keine Slaps machen, ne? Ah, das ist ein bisschen doof. Ich will das Ganze ein bisschen auslaufen lassen, hier so. Hier so. Oder so hier. Slaps kann ich ja nicht machen, ne? Einfach so hier. Das hier, das meine Mauer war, die ging mal hier lang. Hier ist ein bisschen eingestürzt und hier ist das Wasser reingekommen. Ja, das passt ganz gut, denke ich. Das sieht ganz okay aus. Ich müsste halt auch mal wirklich hier noch ein bisschen weitermachen. Hier unten würde ich keine Felder ransetzen. Ja, das sieht schon besser aus. Ich habe ja jetzt Kompasserde. Habe ich eigentlich die Hake mit? Das sieht nicht so aus, ne? Also. Ich verstehe so nicht, was das bringt. Das ist Sub für Sub, ne? Also, ja, da hast du dann ein paar Subs mehr, aber die gucken deine Videos trotzdem nicht an. Ich freue mich ja wirklich sehr, wenn Leute meine Videos angucken. Wenn die dann auch noch subben und sagen, ja, du machst gute Videos, ich gucke das gerne und dafür hast du einen Sub mal verdient, dann freue ich mich darüber mega. Ja. War einfach nur Sub für Sub und dann hast du halt einen Sub, den du nie, keine Ahnung, mit dem du nie irgendwie mal schreibst über die Kommentare oder was, der deine Videos nicht guckt und du guckst deine Videos ja auch nicht, das ist doch, ich weiß nicht. Ich finde das sinnlos. Ich verstehe den Sinn dahinter nicht. Ich meine, selbst wenn du jetzt sagst, okay, die wollen jetzt, ne, Geld machen per Klicks, ganz easy, über YouTube halt, und ja, bringt ja trotzdem nichts. Ja, da hast du zwar ein Abo mehr, aber deswegen guckt deine Videos trotzdem nicht und deswegen kriegst du auch keine Klicks. Das macht keinen Sinn. Ja, ich mach da nicht mit. Ich finde das falsch. Wie viel haben wir denn? 14. 1, 2, 3, 4. 6, 7, 8, 9, 10, 10, 12, 13, 14. Oh, was haben wir denn hier? Also das habe ich, ja, klar. Ich erinnere mich. Habe ich das eine Feld oben jetzt gemacht? Habe ich das eine Feld jetzt oben noch gemacht? Ich finde das doof, dass man hier die das nervt. Gefällt mir gar nicht. Da können wir hier noch ein bisschen was anbauen eigentlich. Das können wir eigentlich schon machen. Ja. So. Hier noch so ein paar Früchte hin. Ja, das sind die Weintrauben hier. Träubchen.
Wisst ihr was, wir machen heute? Machen wir heute mal ein paar ruhige Folgen hier. So. Wir pflanzen hier noch ein bisschen Baumwolle an, würde ich sagen, hier auf der obersten Etage. Ja. Ich glaube, Baumwolle braucht in real sehr viel Wasser, ne? War das so? Da gab es mal eine Reportage. Ich weiß gar nicht mehr, war das Baumwolle? Ich gehe mal schnell schlafen. War das Baumwolle? Und zwar gab es mal eine Reportage. Ich versuche jetzt mal immer die Reportage so ein bisschen, ne? Wie ich das noch im Kopf habe, wiederzugeben. Ich weiß nicht, was Baumwolle war, aber ich glaube, es war Baumwolle. Es war in den USA. Da ging es um den Wasserverbrauch, ne? Um den Wasserverbrauch. Das, da gibt es ja viele Baumwollfelder auch und dass dort halt. Dass da halt extrem viel Wasser für benötigt wird und dass dadurch die Süßwasserreserven schnell, sehr schnell sinken, ne? Darum ging das so in dem Thema. Also würde ich, wenn das war halt, wenn ich das richtig im Kopf habe, braucht also Baumwolle sehr viel Wasser. Also wäre es eigentlich gut, wenn wir das unten sogar anpflanzen, am Wasser. Symbolisch natürlich, ne? Braucht viel Wasser und so, ne? In-game natürlich nicht, aber das wäre ja nicht schlecht. Wir müssen aufpassen, da hinten sind Gegner. Ne? Ich habe ja die RPG-Welt schon ein bisschen weiter getrieben und so. Das RPG-Feeling mit Quests und allem drum und dran. Und da hinten, wir haben noch da diese Ruine, ne? Wir haben noch hier die Ruine. Und in der Ruine, da gibt es kleine Monster. Kleine, also noch keine großen, noch keine starken. Allerdings, wenn die, ich sag so viel, wenn ihr da durchlatscht, dann hat er da auch gerade gezogen. Gegen ein paar Gene ist das nicht so das Problem. Aber die sind extrem flink, habe ich die eingestellt. Und ja. Also man hat dann schon die Arschkarte, wenn man einfach mal reinlatscht. Ne? Einfach durchlatschen und alle mitziehen, die dort sind. Dann habt ihr echt das Problem. Dann ist schnell vorbei. Dann ist schnell Schluss mit lustig. So. Ja, da haben wir das hier oben. So, fertig mal Baumwolle. Das ist ganz gut. Flup, den brauche ich nicht. Was haben wir hier unten hin? Machen wir mal ein bisschen Gartenarbeit. Hier haben wir natürlich überall. Hier haben wir natürlich überall schön viel Erdbeeren. Erdbeeren. Oh, hier fehlt es auch noch. Auf der Höhe, da können wir eigentlich die Trauben hier noch ein bisschen weiter pflanzen. Pflanzen wir hier mal die Trauben noch an. Dann können wir uns ja von oben noch ein bisschen Komposterde holen und machen das mal hier noch fertig. Das finde ich ganz schön, wenn wir das heute noch so machen können. Ich weiß nicht, wie viel wir noch schaffen in der Folge. Die Blaubeeren sind auch nicht sehr viele, ne? Also die Blaubeeren könnten da ruhig noch ein bisschen mehr Platz bekommen. So. Hier machen wir noch mal Blaubeeren. Blaubeer? Ist der so? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ich laber einfach bloß rum. Hier hinten kann man noch ein paar Blaubeeren setzen. Hier unten so, ne? Hier so. War das mal Auge krabbelt gerade? Hilfe! So. Jetzt bin ich wieder eine Etage verrutscht. Das war nicht so gut. Hier unten, ihr müsst noch mal raus, meine Freunde. Hier vorne lasse ich mal kurz drinnen, mal gucken, ob es reicht. Naja, muss die Blaubeeren. Ja, gut. Die weg hier. Das passt schon dort oben. Das passt schon, so haben wir wieder eine Reihe Blaubeeren. Was können wir denn mal noch pflanzen? Wir gucken mal nach oben, was wir noch alle so haben. Lauf, lauf! Haben wir hier noch irgendwas? Zwiebeln natürlich auch ganz geil, ne? So gute Zwiebeln, da kann man nicht eine Soße machen. Ja, also ein Tipp für euch alle, die mal kochen wollen, gerne. Die Zwiebeln. Zwiebel anbraten, Wasser aufgießen, so irgendwas ein bisschen, kriegt man eine gute Soße.
wie bin? Ach, wieso gehe ich da jetzt hier rein? Ey, Quatsch. Ich wollte eigentlich gar nicht hier rein. Ich wollte... Wir haben ja noch Setzlinge hier in der Truhe hier unten. Da gehen wir mal gucken, was wir noch so haben. Wir haben natürlich auch Netherwurzen, ne? Warte mal, wo sind die Netherwurzen? Die haben wir doch auch noch gehabt. Die könnten wir ja auch mal... Hier noch die Bienen. Ah, oh Gott, die Bienen haben wir auch noch. Wo sind die denn, ne? Ich süße nicht. Was haben wir hier? Rhabarber. Was haben wir jetzt hier? Was passt denn da zusammen? Kaktus, Hochzahn, Kaffeesamen. Kaffee. Ich bin eigentlich überhaupt kein... Ich trinke überhaupt keinen Kaffee. Es ist sehr, sehr, sehr... Maissamen. Mais. Cool. Was? Kerzen, Nussbeeren. Okay. Können wir pflanzen mit Kaffee an. Bisschen guten Kaffee, richtig? Spinat. Also Spinat? Na, haben wir zu wenig. Also Spinat. Ich esse nicht alles Gemüse. Ich esse viel, aber nicht alles. Spinat. Ja, es gibt ja den Gefrierfach. Ne, die Pampe, sag ich mal. Jetzt werden mich alle schlagen, die das lieben. Pampe halt. Und es gibt natürlich frischen Spinat, die richtig schön Blätter und so, ne? Den frischen Spinat esse ich sehr. So richtig schön Blätter und so, ne? Was sind das? Bohnen? Also. Oh, hier ist schon was. Ja, vielleicht ist das ganz unten. Kommen die Zwiebeln hier schön hin. So. Ja, aber den, ne, diesen ganz frischen, diesen frischen Blattspinat. Den mag ich auch, dieses... Die Paste. Das klingt nicht so falsch. Die geht gar nicht. Ich weiß nicht, wie die keine Ahnung. Ich verstehe nicht, wie die Leute runterkriegen, die Dinger. Das kann ich nicht nachvollziehen. So. Das war... Du kommst da hin. Geht das oder ploppt das gleich raus? Das sieht gängig aus. Na gut, wir müssen mal abfahren. Kaffee. So, dann hätten wir das auch schon gesetzt. Ich sehe gerade, die Folge ist zu Ende. Ich werde jetzt keine zweite aufnehmen können. Ne, mach das dann später nochmal eine Folge aufnehmen. Ich muss halt, wie gesagt, ich habe wenig Zeit die Woche jetzt. Mein Freund ist krank und ich kränke auch schon so ein bisschen. Also, das wird lustig in den nächsten zwei Wochen, dass ich meinen Vorsatz, jeden Tag wenigstens eine Folge von irgendetwas einhalten kann, wird sehr lustig werden. Aber ich werde mir Mühe geben, das zu schaffen. Also, wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder. Also, bis dahin. Tschüss.